9:30 in Deutschland, 9:30 Knopperzeit, Werbung muss sein. So, liebe Freunde, danke, dass ihr zuschaut. Es geht um Star Wars, ist klar. Wir machen eine neue Sendung für Juli, wir arbeiten dran. Ja, wir mussten aber leider in der Recherche feststellen, dass das mit Leia im Kosmos doch ein bisschen Ärger verursacht hat. Und dieser Ärger ist immer weiter gegangen, der wurde immer schlimmer. Diese 40 Ohrfeigen, die Monsieur Pomeron, ne, Damien Poe und so weiter, vor die Kinnlade bekommen hat, hat auch kein irgendwie froh gestimmt. Ja, und dann den Überraschungsgast bei Han Solo. Ja, das sind alles so Sachen, die da... Morgen! Ja, wen haben wir denn da? Ach, herrlich. Ja, Schmuckstück. Hatte gerade wunderschön, wirklich wunderschönen Besuch. Ich habe auch genügend Kunden. Heute ist mal an die Kunden. Also ich würde mich freuen, wenn die Leute sich mal mit Computer beschäftigen würden und auch mit dem Smartphone sich beschäftigen würden, weil so einfach ist das alles nicht. Natürlich ist das Spielzeug, auch diese Uhr, die erzählt mir jedes Mal, ob bei Facebook gerade mir einer was sagt oder so. Wir haben über 100 Mbit, wir haben unheimlich schnelle Leitungen. Morgen! So, bei den sehr, sehr, sehr alten Menschen, da verstehe ich das, dass so eine Technik, so eine Spezialuhr, die mir sagt, was los ist, oder ein Smartphone der New Generation 9 Plus, ja, an sich ist 9 Plus und iPhone 8 Plus etc. pp. Jetzt schon, gestern schon gesehen, 10 Jahre dran gearbeitet, es kommt Samsung 10. So, ne? Ich bin froh mit 9 Plus und mit dieser E3 bin ich voll auf zufrieden. So, aber hier ist 100% Technik. Hier ist Industrie 4.0. Nur wenn Menschen reinkommen, so, ne, so wie sie hier, sie fliegt durchs Weltall, was utopisch ist, und es klappt nicht, sind nervös, sind sauer, weil nichts klappt, sprechen. Man sollte mit Menschen sprechen. Analog sprechen. Das macht mehr Spaß. So, wenn man analog fragt, du... Ich habe mit Windows gearbeitet und Windows ist nicht überall drauf, weil Windows, Google, ach wie die alle heißen, Adobe und so weiter, nicht mehr kompatibel sind wie früher. 1995 C-Bild, meine lieben Freunde, das hat Spaß gemacht, da hat auch alles funktioniert, weil jeder ja mit jedem da was machen wollte. Ja, AOL plus Medien, Skype, ICQ und all solche und UDE Community. Also es war richtig was los. Es hat irgendwie geklappt, man konnte sogar mit gewissen Programmen wunderbar arbeiten, was heute kaum noch möglich ist, weil man zig Knöpfe drücken muss, um dasselbe zu machen, was man früher mit einem Knopf gemacht hat. Ja, ist halt so. Es wird immer komplizierter. Man setzt voraus, dass man den Computer beherrscht. Man setzt voraus, dass man ein Smartphone beherrscht. Man setzt voraus, dass man so eine Hightech-Uhr beherrscht. Wenn ich sie anschaue, geht sie an, gucke ich weg, ich sehe aus. All solche Sachen. Und ein Handy, das auf Iris funktioniert, musst du immer vor dem Auge halten, bevor du telefonieren kannst. Ja? Und dann findet die Elektronik das nicht, weil das ist ja nicht Hightech-Elektronik. Oder diese Fingerdruckgeschichte da, da hast du gerade ein Brötchen gegessen. Ist schmierig. Ach, Leute, man verkauft uns Sachen. Aber warum geht's mir? An sich wollte ich mit Star Wars hier, weil wir die Star Wars-Sendung machen werden. Aber wie gesagt, ist ja alles hier durcheinander. Ja? Die Mannschaft war nix. Ja, ist ziemlich ruhig, die Fähnchen sind überall ab. War Trauerstimmung. Bei Star Wars, wegen dieser Geschichte im Weltall zu fliegen, und dann einige regen sich auf, dass plötzlich ruhig war, dieser Gag der Explosion. Dann bei Solo regten sich welche auf, weil dieser Special Guest gekommen ist. Jetzt, heute, am 27.06.2018, wo wir die Sendung vorbereiten für den Juli, stellen wir fest, durch Disney ist eine Petition, ein Manifest. Ein Manifest ist dort überreicht worden, wo 200 Millionen freigegeben werden, damit 8 neu gedreht wird. Da sind wir schon wieder beim Kern der Sache. Ja? Die alle mögen sich nicht. Ob Google, Amazon, wie sie alle heißen. Jeder macht seinen eigenen Brei. Und wir Verbraucher müssen ständig
kompatible Sachen kaufen, um kompatibel zu sein. So, wenn man keinen Plan hat, man sitzt davor und macht und macht und macht und dann braucht man es, und hat sich nicht an die Spielregeln gehalten. Die Spielregeln sind zum Beispiel PDF. Man soll es in PDF wandeln, dann kann man überall dran. Hat man ein exotisches Programm, tja, sagt das Wort doch schon, ja, dann ist man nämlich plötzlich in der Dark Side auf Bali. Ja, dann ist man auch da verschwommen, so wie dort. Ja. Ach, Leute, ich schaue mir alles an. Die Welt der Elektronik, mir macht es Spaß seit 1966. Nach der CeBIT 1995 erst recht. Ja, und heute reine Dienstleistung. Man bietet es an. Man bietet es den Menschen hier an und sagt, ey Leute, das Problem ist, kommen nicht klar. Ja. Sie kommen nicht klar mit dem Fliegen durchs Weltall als Lea. Da war richtig was los. Sie kommen nicht klar mit der allerneuesten Elektronik. Da rumst die Kiste. Ja, wieso geht das denn nicht? Was haben Sie denn hier? Das ist ja Schrott. Ja, leider, wenn man Fehler macht, muss man für diese Fehler auch gerade stehen. Wir bieten hier Hightech an. Wir bieten hier Industrie 4.0 an. Wir könnten jetzt live, alles was man machen kann, jetzt hier in einem Smartphone, könnte man jetzt hier in diesem Moment machen. Nur, wenn man sich da nicht auskennt, dann geht das nicht. Also Gott sei Dank ist die Elektronik noch nicht wichtig. Sie ist nur dann wichtig, wenn sie nicht mehr da ist. Dann flippen alle aus. Im Moment läuft ja alles. Ne? Ja, dass die Mannschaft verloren hat, sagt das Wort schon, die hatten irgendwie keine Lust. Man sah das ja, die haben ja nicht gespielt, das war ja schwer merkwürdig. Also, das war keine Elite, also Elite bewegt sich anders. Ja? Spielfreude war nicht, ach, da war gar nichts. Hat man schon gesehen, deswegen hat man ja auch gar nichts gesagt. Und nur die, und darum geht es mir nämlich jetzt, die Fans, die waschechten Fans, die, ja, diese Ursprungsfans im Fußball, die nichts anderes drauf haben wie Fan sein, Idole, sich austauschen, zusammensitzen, ein Wir-Gefühl haben. Passiert ja auch bei Star Wars. Bei Star Wars haben wir auch ein Wir-Gefühl. Wir sind Star Wars. So, und wenn dann ein Manifest, also die Sendung, schaut sie euch an, ich mache jetzt Werbung für die Sendung im Juli. Star Wars, locker vom Hocker. Ja. Grüße, hallo. So, wir haben natürlich die allerneueste Technik. Auch wir haben ja die allerneueste Technik, Industrie 4.0 etc. pp. Ich habe mir soeben das Manifest ausdrucken lassen. Habe es dann auch direkt vergrößert. We, the fans of Star Wars. We, the fans of Star Wars. Leute, Leute, Leute. Erstens haben die 200 Millionen zusammengetragen, um E8 neu gestalten zu lassen. 200 Millionen haben Fans, bereiten und legen es Disney vor. Das ist knallhart, das ist ein Manifest. Das ist kein Spiel. Die meinen das ernst. Ich übersetze das jetzt mal nicht so auf die Schnelle. We do not take this course light und all solche Sachen, Franchise. Leadership, change in Sach Leadership. Whoa, whoa, whoa. We can enjoy this universe without questions how something makes sense und all solche Sachen. Also, ist ein Hammerteil. Ist ein Manifest von waschechten amerikanischen Star Wars Fans. Das sind aber die Long, also die Langzeit. Meiner einer ist auch Langzeit, 41 Jahre dabei. Ich war 18. Bei 3DRIPO, der in der Sendung immer mitmacht, war 8, wisst ihr. Und wir sind halt 41 Jahre dabei, 49 und jetzt 59. Und an sich ist es ja Spaß, soll auch Spaß bleiben. An sich hat mich das nicht gestört, dass Lea da durch die Welt flog. Ich hatte auch nicht gestört, dass der jetzt hier eine Ohrlasche gekriegt hat und nachher um die 41 Ohrlaschen, bis es gesessen hat. Vielleicht ist unser Johnson ein bisschen nach Ruiz Dijon geraubt. Keine Ahnung. Ich fand es sehr stark bei J.J. Abrams. Da hat dieser David gesagt, da hat er doch wirklich zu mir gesagt, und David hatte den Helm auf, er möge doch ein bisschen dramaturgischer gucken. Aber ich meine, ich finde es alles ziemlich lobenswert, lustig. Ich liebe ja hinter den Kulissen. Ich mag hinter den Kulissen. Es macht so viel Spaß zuzuschauen, wie die Kleidung und alles gemacht und
ob das hier, gut, da frage ich mich zwischendurch, warum trägt der eine Rettungsweste? Ja, das ist eine Rettungsweste an sich, die ummodelliert wurde. Im Weltall eine Rettungsweste, ich weiß nicht. Im Meer kann ich es mir vorstellen, auf der See auch, aber egal. Ich meine, ich finde es toll, Cosplay finde ich toll, die Kostüme finde ich toll. Und wenn ich dann so einige Cosplayer sehe, die durch spezielle Magnethemden dann die Sachen da drauf drapieren und ändern und dann so dramaturgisch darüber kommen, ich finde das fantastisch. Ich finde, und das habe ich auch gerade noch mit einer Kundin gesprochen, unterhalten. Ich möchte unterhalten werden, das ist für mich Unterhaltung. Das, was ich jetzt versuche, um euch zu unterhalten, um euch irgendwie zu animieren, mitzumachen und dabei zu sein, das ist ja auch ein Versuch zu unterhalten. So, wenn ich hier drehe oder drüber komme, ist klar, mir ist aber aufgefallen, zum Beispiel auf der Dark Side, Bali zum Beispiel, das läuft irgendwie von selber. Ja? Irgendwie alles irgendwie angehaucht, läuft von selber. Da, wo richtig was drinsteckt, wo richtig gearbeitet wird. Ja, wir kaufen jetzt zum Beispiel die gesamten Tüten bei De Agostini. Sobald wir alle 100 Tüten haben, werden wir die öffnen und loslegen. Wir haben jetzt 32 Tüten. Oder 38 sogar. 38 Tüten haben wir jetzt. Wir haben also noch reichlich Tüten zu kaufen. Am Ende freut sich De Agostini. Dann haben die von uns 1200 Euro. So, wir sitzen dann vor der Kamera, versuchen euch dann zu unterhalten und versuchen dann dieses gute Stück vor laufender Kamera dann zu bauen. Ist zwar uninteressant, weil viele haben es ja schon. Viele haben es ja schon gebaut. Viele haben sofort 1200 Euro auf den Tisch gelegt. So ungefähr wie die Herrschaften, die mal eben 200 Millionen auf den Disney-Tisch legen und sagen, Freunde, wir bitten doch darum, dass ihr E8 überarbeitet und neu macht. Das war nichts. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Also 1979, 78, 77, wo alles so langsam um einen herum und da hat man niemals daran gedacht, irgendwas da in Zweifel zu setzen oder so. Auch an die Kostüme. Ich meine, ich bin heute noch kein Fan von Stormtrooper-Rüstungen. Dieses Plastik, hab ich mich immer gefragt, was soll das? Die neuen machen Spaß. Nein. Wie gesagt, Manifest Weasel Fans of Star Wars. Punkt. Das kennen die nix, da sind die knallhart drin, die Amerikaner. Es hat sich alles schwer mehr. Warum mache ich heute das Video richtig? Weil wir Deutschen zum Beispiel die Lustlosigkeit unserer Mannschaft leider auch live sehen mussten vom ersten Tag an. Mexiko, Dänemark. Das war alles lustlos, dass sie da, ey Leute. Das war alles nur Show, fette Show, was anderes war es nicht, ist es nicht, die Medien haben es aufgegriffen. Wir sind ja hier die Medien, wir sehen das, wir wissen, die sitzen ja immer da, was machen wir? Und dann wird reißerisch gemacht, damit man das sieht, damit man emotional aufgewühlt ist, emotional wie Lea durchs Weltraum gleitet, da ging die Post ab. Da macht ihr auch noch die Augen auf, wow, die Augen, die werden sofort, ihr wisst schon, kristallisiert gewesen. Egal. Ich meine, wir wissen alle, Gott sei Dank, dass im Kosmos eine Kälte herrscht und keine Bewegung. Nun, kein Laut, kein Geist. Das ist nichts. Ein Nichts. Ein Nichts hält alles. Und wir machen aus diesem Nichts ein separates Universum mit einem total harten Manifest. Knüppelhart, knallhart liegt es vor. Ist getwittert worden, ist gefacebookt worden. Bei YouTube werde ich es sicherlich auch finden. Ich war da noch nicht unterwegs. Da wir eine Sendung machen möchten, recherchieren wir. Und durch die Recherche, guck dir das mal an, guck dir diesmal an. Oh. Warum, wieso, weshalb? Ja, und dann versucht man natürlich eine Sendung zu machen, die auch eines natürlichen Ursprungs ist. Also nicht aus einer speziellen Werbeabteilung, die dann 10 Millionen da schon in ihrem Bann haben. Wir leben ja in einer sogenannten Diktatur. Du kannst dir erzählen, was du willst, ist ein Diktat. Du sollst dich so bewerben mit der Satzstruktur, du sollst so laufen mit dieser Satzstruktur und du sollst dich auch bewegen mit dieser Satzstruktur, wenn du mal genau aufpasst. Ja? Du sollst das machen, einer erzählt dir, dass das
das Wahre ist, also nehmen alle das Wahre. So, wenn ich jetzt, bin ich ehrlich, wenn ich jetzt eine Bewerbung hier bekomme, die immer so aussieht von jedem Bürger, das ist langweilig, ja? Der eine Bewerbung macht, Bewerbung sagt das Wort Werbung, ich bewerbe mich, ich bin die Werbung, mache ich das so, wie ich es mir vorstelle und nicht nach DIN Norm. Wenn wir aber nur noch DIN Norm machen, wird das aber hart. Nur noch DIN Norm. Du musst nur noch diese Figur haben. Punkt. Wenn du diese Figur nicht hast, bist du ein Loser. Und schon geht die los. Und dann schon geht's los. Ne? Bei Rebel zum Beispiel. Rebel hat ja da so ein UFO rausgebracht, ihr wisst ja. Und schon ging die Post. Nein, darf man nicht haben. Hallöche! Das muss ich noch zum Besten bringen. Also, durch Geburtstag ist klar, bekommt man Geschenke und ich fand es toll, ein S9 Plus bekommen zu haben. Und natürlich die Gear Dry von Samsung. Ich finde die Gear Dry sehr, sehr okay. Wenn ich so, jetzt habe ich eine tolle Uhr, eine Star Wars Uhr ein, macht Spaß. So. Wenn ich dann, ja, Instagram. Hello, hey, gefällt mein Foto. Finde ich stark. Hello, hey, gefällt mein Foto. Finde ich stark. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Also wenn ich so am Arbeiten bin und das Ding macht so, bip, bip. Und ich gucke dann, aha, Instagram, gefällt dein Foto. Kann ich dann aufs Telefon überspielen, ne? Dann kann ich mir das aufs Telefon anschauen. Kann ich sowieso, weil dann brauche ich nur drauf. Aber kann ich mal eben machen hier, Pitch. Überprüfen Sie Ihr Telefon. Ja, ich kann jetzt zu meinem Telefon gehen und es überprüfen. Und dann sehe ich das, was die Uhr mir gerade gesagt hat, dass da jemand mein Foto mochte. Und ich sehe dann, welches Foto da gemocht wurde. Toll, tolle Technik, macht Spaß. Dann haben wir ja noch, wir haben hier in Essen 24 Grad, es wird berechnet 27 Grad, ja, also es wird 27 Grad werden. So, heute sind keine Ereignisse, doch, gegen 11 Uhr sollte ein Ereignis stattfinden, aber das ist halt wohl nicht stattgefunden oder hat nicht stattgefunden. Ich habe 1700 Schritte gemacht, soll aber 6000 Schritte machen. Hektopascal haben wir 1015 und irgendwann mit 86 Meter über Spiegel. Na, da sind noch ein paar Zeitungen hier, ein paar Musikstücke. Dann kann ich hier alles einstellen. Ich könnte hier sogar ein Spiel spielen, aber auf eine Uhr kein Zeichen. So, dann drücken wir da drauf und schon habe ich meine Uhr wieder. Diese Uhr ist sehr schön. Es ist so dunkel, wenn ich mir dann anschaue, wird die heller. Ne? Die ist über Augenkontakt. Ja, also wie gesagt, die modernste Technik macht Spaß. Und wenn man mit der modernsten Technik arbeitet, dann macht es erstmal richtig Spaß. So, wie gesagt, die Universität wollte heute vorbeikommen um 11 Uhr. Die Marketingabteilung, man wollte irgendetwas auf einer DIN-0-Geschichte plakatieren, uns darstellen, uns ablichten in einer Riesen Hall. Hörte sich gut an, aber ich vermute, dass er wohl nicht vorbeikommt oder später kommt oder den Weg nicht findet, keine Ahnung. Also wie, oder keine Ahnung, ist ja, Universität ist ja immer, die wollen nichts Uriges, die wollen was Standardisiertes und meiner einer ist standardisiert und ich merke, dass mein Telefon da Geräusche von sich gibt, weil die Uhr da was übertragen hat. Ich gehe da jetzt mal hin und schaue mir dann an, welches Bild wohl gefallen. Kann ich ja jetzt machen. Gucken wir mal. Ja, aber das Bild habe ich nie gemacht. War ich gar nicht. Aber egal. Soundberry Music. Ja. Ja, keine Ahnung. Das Handy zeigt mir jetzt nicht an. Nein, ich mag die Musik. Nur nicht damit, ne? Habe ich natürlich unterbrochen. Ich kenne die Leute nicht, meistens sind es Amerikaner oder Brasilianer oder Tschechen, Russen. Da kann ich leider nicht mitmachen,
Ich habe meine einsame Fahne, Amerika-Fahne, eine deutsche gab es nicht. Ja, ich habe jetzt überprüft. Facebook wurde erfolgreich. Aktualisiert. Ina hat nach sehr langer Zeit mal wieder gepostet, wurde mir gesagt. Ich liebe, wie gesagt, meine Uhr. Ja, also Ina trifft dich mit Freunden ideal auf Reisen oder unterwegs. Meine lieben Freunde, ihr seid elektronisch, ich kenne euch nicht. Ne? Ja, ich soll die jetzt aktivieren. Mache ich nicht, weil ich kenne die Leute ja nicht. Ne? Ja. Ach, das Foto. Ja, das Foto muss ich euch auch zeigen. Das hier. Das war aus den Dreharbeiten zu Mädchen ohne Hände. Ja, das war Mädchen ohne Hände war das. Wo wir gearbeitet haben. Hier im Studio. Das war Grimms Märchen 49, Mädchen ohne Hände, das hatte eine Zeitgeschichte, war nicht schlecht, war gut ausgedacht, ist aber nichts draus geworden, weil der Regisseur da irgendwie die Zeitabgabe nicht berücksichtigt hatte, denn man muss ja in einer gewissen Zeit seine Arbeit verrichten. Jetzt soll ich einen Messenger installieren. Meine lieben Freunde, so viel Zeit habe ich nicht. Ich knabber mir ja schon die Zeit hier ab, vor der laufenden Kamera zu sprechen und irgendwie eine Unterhaltung herbeizuführen. Aber dieses Foto werde ich halt nochmal veröffentlichen, weil dieses Foto war gar nicht mal schlecht. War ein sehr schöner Tag. Wurde hier also gearbeitet. Ja. Herzlich willkommen zur Dark Side. Herzlich willkommen zur Dark Side. Am Computer, ja, ne? Am Handy. Am Smartphone, denn mein Handy ist. Ah, herrlich. I love it. Jetzt bin ich natürlich wieder hier bei Vision Mobile Think Tank bei Smart Only Congress. I love it. Also, ich schwirre hier in der ganzen Welt rum. Wir sind ja mit der ganzen Welt hier verbunden. Aber jedenfalls so ist es. Ne? Dieses gute Stück Gear Dry, so heißt das. Gear Dry Classic. Das ist die spezielle Uhr. Ups. Ja, jetzt hat das Ding hier einfach mal ein Foto gemacht, keine Ahnung. Also ich möchte darauf verweisen, dass die allerneueste Technik nicht die beste ist. Also hier komme ich ja überall dran, ja, überall sind Schalter. Ich weiß schon gar nicht, wie ich das Telefon halten soll. Richtig, Telefon. An sich ist es ein Telefon, ja. Aber in Wirklichkeit ist das eine Spielsache. Man spielt mehr damit rum, wie man, ne. Wenn das hier nicht meine Arbeit wäre. Meine lieben Freunde, meine Zuschauer und auch meine sehr verehrten Kunden, die täglich hier erscheinen. Wenn das hier nicht meine Tätigkeit wäre, würde ich es nicht machen, ehrlich. Dann würde ich jetzt angeln oder Fahrrad fahren oder was weiß ich, was ich da machen will. Aber wie gesagt, ist meine Welt in Industrie 4.0. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Frau Hannelore Kraft zu korrespondieren etc. pp. Sie ist leider auch nicht mehr da. Wenn ich ehrlich gestehen darf, nach dem Geburtstag, nach 59, ist jetzt eine Woche vergangen. Es geht schon in die zweite Woche. Und dann kommt schon Juli. Dann ist dann schon ein Monat rum. Dann ist man schon ein Monat älter wie vorher. Schwupp, dieser Tag ist vorbei und wir haben schon Freitag. Wenn er versteht, was ich meine. Also, es ist halt so, dass das so ist, wie es ist. Die Mannschaft spielt schlecht. Star Wars kriegt hier ein Manifest. Disney versucht uns abzuzocken. Tagtäglich kommt, grüßt das negativ. Ich suche das positiv. Aus dem Negativen muss ich was machen. Von der Wiege bis zur Bahre brauchen wir Formulare. Ich hatte jetzt auch gerade wieder sowas. Ist leider so. Ich bin ein 100% lustiger Mensch. Ich mache gern Spaß. Und ich mag Spaß. Ich könnte auch auf der Bühne Spaß verbreiten. Nur das ist alles Arbeit. Und wenn man das ganze Negative sieht und hört, wo ist dann der Spaß oder wie soll man den Spaß vorbringen? Ich suche etwas, um etwas Spaßiges zu machen, dass ihr Lust habt, in eurer negativen Zeit dieses positive, lustige, schmunzelnde, witzige euch irgendwie näher zu bringen. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran, ich verspreche es. Für mich ist es nur harte Arbeit, in irgendeine Rolle zu schlüpfen.
und irgendeinen zu verkörpern. Ja. Ich fand gestern sowas Tolles mit Schlapphut. Schlapphut, fette Brille im Altenheim. Genial gemacht. Ich, der jahrelang Trainer war, hab gestern ein Spiel gesehen. Das war 100% Scheiße. Also wie das rüberkam, Schlapphut, wie gesagt, und wie er es gebracht hat. Ihr wisst vielleicht, wer es war. In Wirklichkeit ist das ein Taxifahrer gewesen. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen auf der Bühne. Ich habe viele schon nicht mehr gesehen auf der Bühne. Viele witzige Typen, die auf der Bühne waren, sieht man alles nicht mehr. Der Bauer sowieso nicht mehr. Und Stachelschweine, also die Lustigen. Wirklich die Lustigen, der Lustigen. Die Profis, die uns unterhalten haben im Lustigsein, die sind auch nicht mehr da. Und daran versuche ich jetzt mal ein bisschen wieder zu rütteln, damit ihr Spaß habt, dass ihr Lust habt, dass ich Follows kriege. Ich brauche Follows. Sondersender. Follows. Sondersender. Werbung muss sein. Ist klar, okay. Wie gesagt, The Dark Side of Bali hat schon über 1000. Ist ja auch authentisch, was da gezeigt wird. Ist ja authentisch. Ich meine, 15 Jahre jetzt. Ich lasse mich jetzt von der Dark Side nicht mehr. Ich weiß, alles nur noch negativ. Jetzt gerade auch. Das geht ja gar nicht. Es ist ja viel zu heiß. Ey, Leute, von Montag bis heute war das Wetter grottenschlecht. Ja, kalt und so. Ab 17 Uhr kam die Sonne. Seit heute Morgen, 7 Uhr, ist die Sonne da. Es ist wunderschön warm, 27 Grad. Ich werde mich jetzt gleich dort hinsetzen und ein bisschen Sonne genießen. Ich wollte einfach nur mal sagen, Leute, Freude schenken, Spaß haben. Ey Leute, das geht alles so ein bisschen im Bach runter. Überwiegend negativ, ob Sonne, ob die Mannschaft, Star Wars. Alles, was irgendwie so Highlight war, was wirklich uns die ganzen Jahre begleitet hat, ja, ist plötzlich, ey Leute, Star Wars, 41 Jahre, Sommer, Sonne, genießen. Okay, hier ist nichts mehr. Badezimmer ab, ist nicht mehr, also kein Bad mehr, kein Freizeitbad, kein Freizeitpark. Unsere Gruga ist nur eine grüne Oase. Da zahlst du Eintritt, um auf dem Rasen zu sitzen, zu schwitzen und dich zu fragen, was mache ich eigentlich hier? Waldeneysee ist auch nicht mehr so. Und wenn, da musst du viel Geld ausgeben in so ein Crashbecken, wo nur gecrashed wird, wo Sand oder irgendwelche abenteuerliche Strukturen aufgebaut, wo du dann da rumhangeln kannst in 10, 15 Meter Höhe angeseilt, etc. pp. Die Freizeit, die wir kennen oder kannten, vor 41 Jahren, vor allen Dingen, noch weiter. Vor 41 Jahren war man schon erwachsen, da hatte man keine Zeit, um diese Freizeit zu genießen. Wir liefen ja noch mit Knickerbocker und beziehungsweise mit Lederhose durch die Gegend. Ja, wir hatten Lederhose. Wir waren verdreckt, wir waren nass, wir haben mit Fische, mit Lurche, wir haben im Wald Bäume, Häuser, wir haben Blödsinn gemacht. Ja. Wir haben auf Kohlenhallen rumgespielt. Ja. Wir haben auf Acker etc. Wir haben Natur pur. Ja, ich weiß, das ist ja ein halbes Jahrhundert her. Boah, ein halbes Jahrhundert in diesem neuen Jahrtausend. Wow, wow, wow. Aber ist halt so. Also das Negative nervt langsam. The Dark Side auf Internet macht auch keinen Spaß. Das Beste war gestern, habe ich einen Film gesehen, der ist Never. Das war so ein spezielles Spiel. Wenn du das spielst, kriegst du auch richtiges Geld, richtig Barvermögen. Und wenn du nicht mitspielst, nimmt man dir auch alles weg. Auch dein Leben nimmt man dir weg. Also alles extrem, 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 extrem. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr auf extrem. Ich versuche was Lockeres, Leichtes, Lustiges hier zu konzeptionieren, irgendwie zu gestalten. Ich habe ja gerade die Erinnerung bekommen, habe ich euch ja gerade hochgezeigt. Ich gehe mal gucken, wo die Erinnerung abgeblieben ist, weil ich habe ja reichlich Accounts. Ja genau, da ist man den ganzen Abend auf Facebook und dabei völlig nackt und keinem interessiert das. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, ist so. Ah, ich liebe das, ich liebe den ganzen Quatsch. Keine Ahnung, also wie gesagt, das Bild, was mir gezeigt wurde, war auf einem anderen Account. Das war im Business Account. Das finde ich jetzt hier nicht. Ich sehe hier nur den Verrückten hier, der da Blödsinn macht. Ist halt so, den kennen wir aus Fußballlegenden.
Maradona. Maradona da mit seinem, ne, ihr wisst schon, so und so und bäh. Das ist Maradona. So, also wie gesagt, stundenlang auf Facebook, stundenlang bei YouTube und keinen interessiert das. Also, machen wir aus.